Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies ist also unsere Kriegsgegnerin, Gräfin Juskella, ehemals Herzogin Juskella, unsere Rivalin, die nun entschieden hat, nicht länger eine Grafschaft nach der anderen an unseren Herzog abzugeben, sondern zu kämpfen, und sie führt offenbar ihre Truppen selbst. Ist allerdings in dieser Sache nicht sonderlich talentiert, das wird sie vermutlich bereuen, wenn sie auf Lütpold trifft. Der hingegen triumphiert, denn er ist nicht nur Herzog von Österreich, sondern er hat auch endlich seinen ersehnten Krieg. Und nicht nur das, es ist in gewisser Weise auch ein gerechter Krieg, denn er rächt seine Mutter. Klar, gerecht kommt ja auch von rächen. In seiner Sicht ist das so. Krems ist schon wieder im Besitz und jetzt auch noch das Herzogtum selbst und die anderen Grafschaften sollen noch folgen. Sie sind Rivalen geworden und er zieht es jetzt durch. Er ist zornig und rachsüchtig. Das entspricht jetzt absolut seiner Persönlichkeit. Allerdings gibt es durchaus auch relevante Verbündete, aber ihren einzigen relevanten Verbündeten, den hat sie noch gar nicht reingerufen. Es könnte noch sein, dass das passiert. Im Moment ist unsere Seite deutlich überlegen. Das Geld ist vielleicht ein Problem. Wir können auch mit unserem Sohn ein Bündnis aushandeln. Das sollten wir vielleicht auch nochmal tun. Und hier ist noch jemand, den wir theoretisch reinrufen können. Ich bin mir noch nicht sicher, warum. Krieg gegen Tyrannei von Herzog Lütpold. Kann ich als Verbündeter in den Krieg mit seinem Lehnsherrn oder Vasallen gerufen werden? Ah, okay, alles klar. Warum ist Nordgau ist doch nicht direkt mit uns irgendwie verknüpft? Das verstehe ich nicht ganz, weil es hat ja mit dem Kaiser nichts zu tun. Oder hat er irgendwelche Vasallen, die jetzt involviert sind? Ach, Graf Mario ist sein Vasall. Ja, das verstehe ich dann. Alles klar. Deswegen fällt er aus. So weit, so gut. Okay, dann marschieren wir mal an der Spitze. Herzog Lütpold persönlich. Die Gegner fliehen allerdings vor seiner Armee, werden vielleicht unseren anderen Truppen in die Hände laufen, entgegenlaufen. Da kommen die Armeen aus Angria, sehr schön. Und nun ist es aber soweit, das heißt, der Steiermarker tritt mit ein, 4400 Mann. Damit wird dieser Krieg jetzt nicht ohne und wir müssen aufpassen, was wir hier tun. Das Problem ist nämlich, wir alleine gegen die Armee von Steiermark, das wird schwierig werden. Vielleicht marschieren wir auch einfach durch und versuchen, die Armee zu schlagen und gar nicht die Hauptstadt zu belagern. Wahrscheinlich noch der bessere Weg. Na, wir werden sehen. Ja, da kommen seine Truppen. Die wollen sich natürlich jetzt so schnell es geht vereinigen. Beziehungsweise wollen sie uns abfangen. Und sie kehren um. Okay, das ist jetzt eine gefährliche Falle. Wir kriegen dort sogar Verluste. Okay, da habe ich jetzt ein Problem und einen Fehler gemacht. Die werden nicht rechtzeitig bei uns sein da oben. Das ist klar. Warum wird da eigentlich in kaiserlichen Gebieten gekämpft? Hat aber mit dem Kaiser nichts zu tun. Eigentlich müssten wir jetzt... Also auch ein tapferer Mann würde jetzt nicht so eine Schlacht schlagen wollen. Es gibt ein neues Dynastieoberhaupt schon wieder. Dietwin, er hat sich wieder zurückgekämpft, ey, unglaublich. Okay, ich glaube, wir müssen einfach Kehrtwendung machen. Wir kommen jetzt hier sonst nicht weg. Der wird uns erwischen. Alternativ könnten wir von hier da reinlaufen. Aber ich fürchte, das wird zeitlich nichts mehr werden. Wahrscheinlich ist die reine Kehrtwende der bessere Weg. Oder? Wir sind jetzt hier. Ja, wir gehen kein Risiko ein. Wir laufen mal. Wir warten auf unsere Verbündeten. 7400 sind im Anmarsch. Okay, der Gegner dreht auch ab. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung sie jetzt ziehen. So, hier verlieren wir leider Versorgung. Wir könnten zurückgehen nach Krems, das ist ja unser Gebiet, oder wir könnten doch ein bisschen schon belagern. Mal sehen. Wir bleiben mal kurz hier stehen, mal gucken, was der Gegner tut. Sie vereinigen sich jetzt erstmal und ziehen jetzt... Ne, sie ziehen in unsere Richtung, okay. Dann ziehen wir uns zurück, aber die Hilfe rückt immer näher. So, okay, Anselm.
von Straßburg. Wir wollten ja immer noch rausbekommen, was da los ist in der Heimat. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze des Bürgermeisters Ansam auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Höfling Alaios hat. Ah, das ist der Hofarzt und ehemalige Abt, beziehungsweise hier Hofbischof, oder wie es heißt. Er hat eine Affäre mit Grima. Gut, das ist ein interessantes Geheimnis. Er spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr, außer dass er ein Arzt ist. Vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen oder so. Aber erst einmal führen wir diesen Krieg. Wir haben keine Zeit für diese Belange. Wir ziehen uns noch etwas zurück, warten auf die Verstärkung. Sollen sie von mir aus erstmal Krems belagern oder was auch immer? Ah ja, alles klar. Sie drehen bei, versuchen vermutlich diese Armee anzugreifen. Das heißt, wir müssen sofort auch beidrehen. Denn wenn es zur Schlacht kommt, müssen wir natürlich auch vor Ort sein. Sehr schön, sie entscheiden sich wieder in die andere Richtung zu ziehen. Das ist gut. Das gibt uns die Zeit, die wir benötigen. Jetzt rücken sie wieder hier vor. Wir ziehen uns wieder zurück. Okay, sie ziehen hinterher. Hier müssten sie jetzt aber Verluste kriegen, wenn sie da weiterziehen. Die Frage ist, wo ziehen wir eigentlich hin? Ja, wir müssen schon... Wir dürfen uns hier noch nicht auf eine Schlacht einlassen. Ich denke mal, sie werden Krems jetzt belagern. Naja, ja, sie gehen zurück. Schon wieder ein neues Oberhaupt. Herzog Hermann von Kärnten ist es jetzt. Das geht ja wirklich hin und her. Wow, sie verfolgen uns. So, das ist jetzt interessant. Werden unsere Verbündeten dort jetzt belagern? Was machen die jetzt? Wir sollten jetzt vielleicht versuchen... Das ist jetzt eine unglückliche Situation. Allerdings, wenn das jetzt erobert wird, haben sie den Krieg verloren. Also sie können uns jetzt folgen, wie sie wollen. So gewinnt man den Krieg nicht. Ja, sie folgen uns aber. Okay, wenn sie uns da zur Schlacht stellen, habe ich ein Problem. Was machen die jetzt? Die kommen auch hinterher. Okay, das ist jetzt ein bisschen miese Nummer. Wir drehen hierbei und müssen uns dann am besten südwärts vereinigen. Ah, die wollen... die manövrieren aber ziemlich clever. Die wollen uns hier den Südweg abschneiden. Also müssen wir nach Norden ausweichen. Hilft nichts. Okay, ändern da nochmal ihre Richtung. Wobei, der kann uns natürlich da abfangen. Uiuiuiui. Aber dann sind vielleicht auch schon die Verbündeten da. Ich weiß es nicht. Warte mal, jetzt müssen wir kurz mal prüfen. Wir sind in 7 Tagen da. Wir müssen eigentlich erst besser hier rüber zu gehen. 14 Tage. 11 Tage. Aber wenn er da ist, kann er halt da auch ganz schnell hin. Tja, Leute. Da sind wir in 13 Tagen. Ja, dann ist das das Beste. Ja, es kann sein, dass wir dort erwischt werden. Ja, wir werden erwischt. Gut. Es ist noch ungleich, die Verhältnisse. Vielleicht haben wir Glück, dass die Armee rechtzeitig reinkommt. Ansonsten wurden wir hier ausmanövriert. Weil wir natürlich über den Fluss hier rüber mussten. Ja, es kommt zur Schlacht. Okay, erstmal haben wir einen kleinen Vorteil. Und jetzt heißt es Hoffen und Bangen, dass unsere Verbündeten rechtzeitig da sind. Eieieiei. Plus 11. 3000 gegen 6000. Es ist schon tapfer, was er hier macht. Diese 7400, die müssten uns jetzt helfen. Aber sie kommen, ich fürchte, sie kommen zu spät, oder? Ja, sie werden zu spät kommen. Oh mein Gott. Wird er es überleben? Und ihn erreicht aus der Ferne die Nachricht, dass er noch einen Sohn bekommen hat. Johann, mögest du stark und weise werden. Und ich hoffe, dass unsere Frau betet, dass wir diese Schlacht überleben. Wir haben wohl überlebt, okay. 1568 Verluste, das ist schon dramatisch. Gab es verwundete Ritter, ja, Udalrich von Eisenach. Und Bernhard von Frippa und Henry.
Ja, unsere Verbündeten ziehen sich hier zurück. Das ist immer ein bisschen unglückliche Konstellation. Das ist jetzt sehr, sehr unglücklich. 1800 kommen da auch mit rein. Aber jetzt könnte der entscheidende Part kommen. Nämlich die Sachsen sind da. Die vielleicht diese Schlacht jetzt noch retten. Oh, sieht gut aus. Prinz Johann persönlich, der Sohn des Kaisers, führt an. Vielleicht hat das Ganze noch ein Happy End. Unsere Truppen fliehen nach Krems, beziehungsweise fliehen in die Burg, zur Burg, die belagert werden sollen. Das ist auch ein bisschen skurril. Ja, okay. Als wäre es so geplant, ne? Der Kaisersohn wird diese Schlacht gewinnen. Wobei, das ist natürlich eine gewisse Schmach für unseren Mann, aber okay. Ja, das Geheimnis wurde jetzt entlarvt oder offenbart. Der Sieg gehört unserer Seite. Insgesamt ein Erfolg. Man könnte es auch so werten, dass sich halt unser Lütpold tapfer der überlegenen feindlichen Armee entgegengestellt hat und dadurch Zeit gewonnen wurde, dass die große Armee heranrücken konnte und dann die Schlacht siegreich schlagen konnte. Das ist doch eigentlich eines tapferen Mannes würdig. Ich denke, so kann man das schon bewerten. So, okay. Dann gibt es keine weiteren Geheimnisse. Die Sache mit unserer Frau bleibt unaufgeklärt. Ich hoffe nur, dass die 7800 Mann jetzt uns hier abschirmen. Weil die werden natürlich jetzt gleich in unsere Richtung marschieren wollen. Aber es sieht gut aus, ja. Die werden die Belagerung in irgendeiner Form unterstützen. Die haben sich jetzt wieder konsolidiert, kommen zurück. Und die bleiben in der Nähe. Sehr gut. Was? Meine Gemahlin Herzogin Radegund ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Sie waren letzter Zeit so distanziert, so gedankenverloren, noch kaum mehr bei Hofe. Missfalle ich hier etwa oder hat sie einfach nur viel zu tun oder könnte sie vielleicht ein fremdes Bett wärmen? So, wie ticken wir? Rachsüchtig und zornig sind wir. Ja, wir sind. Das Problem ist, wir sind jetzt nicht da. Ich finde jetzt das Realistische, dass wir jemanden beauftragen, ihre Schritte zu überwachen. Wenn wir vor Ort wären, würden wir sie vielleicht ansprechen. Ich denke, das wäre vielleicht der Weg. Also soll da jemand recherchieren? So. Das ist jetzt interessant. Was machen die? Wo ziehen die hin? Die wollen wahrscheinlich von dort uns angreifen. Aber das ist jetzt ziemlich gut abgesichert. Und damit dürfte das Kriegsziel jetzt gleich in unserer Hand sein, während die in unsere Richtung unserer... Oh, Bürgermeister Anselm ist schwer verwundet. In unserer Liegenschaften ziehen. Aber das war's schon, Leute. Das war es schon. So, damit können wir das durchsetzen. Die Forderung erzwingen. Der Sieg ist unser. Gräfin Juskella ist eingesperrt. Und wir werden unsere Truppen natürlich auflösen. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass wir den Anspruch dann logischerweise durchsetzen werden. Die Titelaberkennung von Freistadt. Und sie hat keine andere Wahl, als anzunehmen. So ist es. Prima. So, wie sieht es jetzt aus mit der letzten Geschichte? dadurch, dass es unser Recht ist, können wir das aberkennen. Und wir werden es tun. Okay, und damit ist sie gar nichts mehr. So ist es. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit ihr hier im Gefängnis? Sie ist jetzt landlos. Er ist immer noch zornig und rachsüchtig. Ich meinte, irgendwann muss Schluss sein. Eine Hinrichtung? Sie hat sich gegen ihren Lehns... Naja, gut. Sie hat... Ja, es ist jedes Mal immer die Frage, was ist ein gerechtes Urteil? Was ist das denn? Gefangenen bestrafen, Gräfin Juskella seine gerechten Strafe zu führen? Was ist denn damit gemeint?
Okay, züchtigen, verstümmeln oder blenden. Ah, stopp, das ist. Ah, wartet mal, das ist eine Mod, die ich ja drin habe. Richtig, richtig, richtig. Um ein bisschen differenziertere Rechtsprechung zu haben. Habe ich ganz vergessen, dass wir diese wunderbare Mod drin haben. Ja, dann würde ich sagen, ja, werden wir das jetzt mal verwenden. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde sagen, jetzt kommt noch eine Züchtigung und dann. Mit dieser Züchtigung wird sie aus dem Kerker rausgeworfen. Das gefällt mir. Okay, diese Mod kommt endlich zum Einsatz. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. An den guten Volker, dass er die macht. Entschuldige, dass ich das hier ein bisschen aus den Augen verloren habe. Aber jetzt war ein guter Moment. Das hätte ich auch noch mit den Jägern und so machen sollen. Mensch, hervorragend. So, jetzt hat er ja wirklich alle Ziele umgesetzt. Und wir haben nur das Problem, dass wir zwei Besitztümer über dem Durst haben. Und das heißt, wir müssen wieder abgeben. Und die Frage ist, wie wir das jetzt am cleversten machen. Also, wir haben jetzt noch einen Sohn bekommen, der erbt jetzt auch was. Ein weiterer Sohn, Johann. Also Thomas wird Schmalkalden und Straßburg erben. Mhm. Gut, und natürlich das Herzogtum von Thüringen. Er wird das Graf Theoderich von Wien, wird Österreich erben, Krems und Freistadt. Amalrich wird Lobdeburg und Sopron erben, was ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, ist. Ja gut, dann hat er da und da eine Grafschaft, ja, okay. Und du wirst Orlamünde erben, der ganz Kleine, der Nulljährige. Aber dem werden wir noch nichts geben. Er wird bald erwachsen werden. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihm schon diese österreichischen Grafschaften geben. Dann kann er dort schon Macht ausüben. Oder wir geben ihm hier schon Sopron. Das wäre auch eine Möglichkeit. Thüringen werden wir behalten. Aber ich glaube, er hat noch keinen Ehepartner. Ja, das ist mal so eine ungewisse Angelegenheit. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Dann geben wir ihm Krems und Freistadt. Ja. Quasi als vorfristiges Erbe. Das Herzogtum, den Herzogstitel behalten wir natürlich noch. Okay. So. Hervorragend. Okay. Ja, sehr schön. Gut, was können wir machen? Sopron, Fürstbischof, daran arbeiten wir. Niedrige Gemeindekontrolle in Sopron. Ist die Frage, soll er sich darum kümmern? Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Wir können mit dem Steiermarker noch in den Krieg gehen. Aha. Ah, es gibt noch die Jureland von Österreich dort, Amstetten. Aber da haben wir natürlich wieder das Thema der Reichsautorität und der Lehnsautorität. Und das werde ich jetzt nicht über eine Fraktion durchsetzen, weil wir sind jetzt durchaus dem Kaiser schon definitiv zu Dank verpflichtet. So, und hier ist natürlich dasselbe. Das ist auch Teil des Reiches, deswegen auch nicht möglich. Ja, das heißt, es sind erstmal vermutlich wieder friedliche Zeiten. Insofern würde ich durchaus sagen, dass wir hier mehr Kontrolle versuchen zu organisieren, das ist schon in Ordnung. Okay, gut. Hervorragend. So, was machen unsere Einnahmen? Die sind trotzdem negativ. Warum? Weil hier noch Kriegsvolk. Ah, möglicherweise. Ah ja, okay. Hier haben wir erhöhte Unterhaltsausgaben. Das ist klar. Hier ist was Neues gekommen. Eigentlich nicht. Doch hier. Eine Jagd. Oh ja. Das passt sehr gut. Ich finde, wir könnten nicht nur eine Jagd, sondern auch ein Fest mal machen. Aber wir haben vielleicht nicht das Geld dafür. 67 kostet die Jagd. Das Fest mal. Ach, da fehlt tatsächlich das Geld. Ja, gut. Wir müssen erst mal gucken, dass wir hier nicht in die Schulden rutschen. Ich denke, das sollte beachtet werden. So, und er ist ja jetzt erstmals selbst auch Anführer gewesen. Aber dennoch
Niemals aufgeben, das passt schon sehr gut zu ihm. Wir gehen diesen Weg dort weiter, das gefällt mir. Das mit der Jagd, das müssen wir bedenken. Eine misshandelte Cousine. Ich ertrug es kaum, den Berichten über jene Qualen zu lauschen. Ja, die Cousine Helene, genau, wir kennen sie noch. Sie war die Lieblingsenkelin von der großen Gräfin Helene. Der einzige Trost ist, dass ihr der Kerker von Lausitz erspart bleibt. Kann ich diesen Etichonen Kran ihr klar einfach so stehen lassen? Herzog Gotthard von Krain. Wieso, was hat der denn damit zu tun? Der ist doch... Aha. Jetzt verstehe ich. Okay, ihr Mann, der hat sie eingesperrt. Und der ist Teil dieses Hauses. Mhm. So, und entweder wir beginnen eine Hausfehde. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Weil bisher spielte Helene ja keine Rolle. Aber es scheint ihm jetzt irgendwie wichtig zu sein. Ich würde sagen, wir konzentrieren das dann eher auf diese persönliche Geschichte. Herzog Konrad III. Wird unser Rivale. Das passt mir jetzt doch besser. Finde ich passend. Okay. Herzog Konrad folterte Prinzessin Helene, eure Verwandtschaft. Wieso? Jetzt steht hier was von Fehde? Ich habe ja extra die Rivalität gewählt. Hat übrigens noch einen anderen Rivalen. Warte mal, wir gehen noch mal kurz hier gucken. Beziehung. Konrad von Lausitz. Ja, können wir mit dem... Ah, schaut mal, wir können den Rivalen direkt zum Kampf herausfordern. Ich würde sagen, das ist genau das, was wir tun. Wir sind jetzt auch selbst... Könnte annehmen, 2%. Egal, wir tun es. Mal gucken. Bei Ablehnung verliert er... Prestige 2%. Ist ja ein Witz. Ja, er lehnte natürlich ab. So, also es gibt offenbar nichts, was unsere Frau betrifft. Ich denke, dann sind wir auch zufrieden erstmal damit. Dann ist das so. Dann vertrauen wir ihr weiter. Okay. Wir haben immer noch das Geldproblem. Deswegen ist keine Jagd möglich. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. Unsere Armee ist etwas zu groß, um ehrlich zu sein. Wir leben hier etwas über unsere Verhältnisse. Aber wenn hier die Truppen sich wieder aufgefüllt haben, dann dürfte das ins Plus wieder gehen. Ja, die Schlacht war insofern eine teure Angelegenheit. Anselm ist gestorben. Das war der Bürgermeister von Straßburg. Der hatte in der Schlacht gekämpft. Okay, hier haben wir Bürgermeister Hartwin. Ja, ein ziemlich talentierter Mann. Mal gucken. Vielleicht können wir ihn gleich einsetzen. Ratsspitze, wen haben wir da? Da haben wir zum Beispiel Hartwin. Ja, warum nicht? Weisen wir ihn zu. Das ist doch sehr in Ordnung. Wir haben ja grundsätzlich sowieso neue Leute. Ich gucke mal. Bernhard von Wippra wäre ein besserer Marschall als Franz. Ja, da würde ich sagen, kennen wir nichts. Tauschen wir aus. So, sie... hat ja immer noch eine Fraktion. Insofern ist sie eine schwierige Figur. Wir werden aber hier nochmal auf Annäherung setzen. Warten wir da nochmal ein bisschen ab. Er bleibt... Okay. Gut. So, jetzt sind wir aber deutlich im Plus. Okay, wir haben doch keine Finanzprobleme. Das beruhigt mich sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir mit gutem Gewissen eine Jagd durchführen. Lasset das Horn erklingen. Wer hat hier kurz den Krieg gewonnen? Das ist auch nochmal wichtig. Okay, der Herzog Ordelafo hat gewonnen. Und König Stefan hat gegen Dietwin gewonnen. Ah, das ist insofern gut, weil wenn der geschwächt wird, sind wir zufrieden, weil das ist der... mit dem Herzogtum Elsass. Prima. Ist die Frage, was er mit ihnen machen wird. Spannend.
Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Wölfe werden groß, aber so gewaltig? Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Fürstbischof Eustache ist ebenso von Ehrfurcht ergriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen, mein Fürst. Ja. Okay, wir können eine Jagdtrophäe bekommen. Bringt uns Prestige. Eine Trophäe für den Sohn, Theoderich. Oder wir können damit den... Das finde ich gut. Wir können den Bischof beeindrucken. Ja, das ist ja sowieso gerade unser Ansinnen. Hervorragend. Ich finde, Fürstbischof Eustache hat die Lorbeeren hierfür verdient. Und wir bekommen sogar ein schwaches Druckmittel. Na, besser geht's doch gar nicht. So etwas wünscht man sich. Sehr gut. Und wir haben ihn auch noch positiv beeinflusst. Na, hervorragend. Okay, das bringt uns zusätzliche Einnahmen, zusätzliche Männer. Dann würde ich sagen, werden wir hier die Beeinflussung starten. Wir könnten theoretisch auch hier rechtmäßig einen Titel aberkennen. Sie würde das auch sofort annehmen, weil sie völlig machtlos ist. Aber er ist nicht gierig und ehrgeizig und... Es ging schon vor allem um die Frau, die ihrer Mutter die Grafschaft weggenommen hat, unsere Rivalin. Ja, deswegen werden wir das nicht tun. Wir werden eher die Beziehung verbessern. Versuchen wir das. So. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir hier mit unserem Rivalen, dem Herzog von Lausitz? Der hat einen Verbündeten, den Herzog von Krain. Der hat aber keine Männer. Der Lausitzer 2900. Wir haben keinen Kriegsgrund. Nützt uns ein Druckmittel, irgendetwas. Man könnte natürlich versuchen, einen Anspruch zu generieren, um so einen Krieg zu provozieren. Ihm geht es tatsächlich jetzt wirklich nicht darum, hier irgendwas zu erobern. Sondern ihm geht es wirklich darum, Helene zu befreien. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, dass man bei der Eroberung der Hauptstadt Gefangene rausbekommt. Aber es könnte sein, dass es funktioniert. Schade, das finde ich nach wie vor schade, dass man... das nicht als Kriegsgrund wählen kann. Also kann ich eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber hier tritt ja wieder die Lehensautorität. Ach, hier kommt es ja wieder zu Lehensautorität-Problemen. Das sind natürlich wieder Vasallen des Kaisers selbst. Deswegen ist ein direkter Krieg nicht möglich. Nee, geht nicht. Es würde nur umbringen helfen, aber das ist irgendwie auch nicht sein Weg. Druckmittel fingieren. Vielleicht hilft uns das. Vielleicht hilft uns das. 4 Jahre dauert das, aber ich denke, das starten wir mal. Das kann noch ganz gut sein. Wir kehren zurück von der Jagd, die sehr, sehr prestigereich war. Okay. Wisst ihr was? Wir sind jetzt eigentlich an einem schönen Punkt angekommen. Hier erstmal wieder einen Strich zu ziehen. Das Ganze ist endlich also in einen Krieg gemündet, den unser Herzog auch erfolgreich beendet hat, auch wenn er selbst eine Schlacht gegen ein weit überlegenes Heer verloren hat. Aber das war eine taktisch wichtige Niederlage, die am Ende zu einem Sieg geführt hat. Zu einem Sieg, der wiederum die Rivalen, die im Übrigen offiziell, hier ist sie ja, die Rivalen landlos gemacht hat und verwundet hat. Und die irrt jetzt irgendwo in der Weltgeschichte herum. Wunderbar. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.